Gut, heute gibt es wieder Hühnchen und zwar gibt es richtig leckere Chicken Wings und zwar mit einer wunderbaren Granatapfelmarinade. Und wie ich diese Granatapfel-Chicken Wings gemacht habe, liebe Leute, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wieder belästige ich euch mit meiner Anwesenheit und hier bin ich auch schon. Im Gepäck habe ich eine Schüssel voller Hähnchenflügel. Im Übrigen, da unten ist Mr. Burns. Sagt Hallo zu Mr. Burns. Und dann habe ich noch einen Granatapfel dabei, denn wie im Intro schon erwähnt, wir machen Granatapfel-Chicken Wings. Ist klar, da brauchen wir auch einen Granatapfel. Was gibt es zu diesem Granatapfel zu sagen? Ich sag mal so, ich mag es ganz gerne. Ich hasse es, die Kerne da rauszupulen. Ich habe so viele Videos mir angeschaut. Ich habe Seminare besucht. Ich war auf Auslandsreisen, um zu gucken, wie man die Kerne da unfallfrei aus dem Ding rausbekommt. Ich habe die ganze Welt bereist für euch, nur um dieses Video zu machen. Aber am Ende, ja, was soll ich sagen? Ich krieg's nicht hin, das Ganze so rauszuholen, dass es am Ende gut aussieht. Es ist alles irgendwie eine Qual, deswegen, ich wollte Scheiß drauf sagen, aber ja, komm. Solange die Dinger in dem Behältnis landen, ist alles gut, auch wenn es nicht schön aussieht. Aus dem Granatapfel machen ja die meisten immer schöne Salatdressings. Ich habe mir gedacht, wir machen eine Marinade, eine Grillmarinade für Chicken Wings. Habe ich in dem Fall so noch nie gegessen und noch nie gemacht. Ich bin gespannt, ob das am Ende schmeckt. So, die Schale habe ich jetzt auch entfernt. Im Übrigen, wenn ihr euch jetzt denkt, okay, Granatapfel, was kommt da noch rein? Keine Panik. Die genaue Zutatenliste, die gibt es natürlich wie immer am Ende vom Video. Könnt ihr euch dann abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren oder jemand Liebes schreibt es in die Kommentare, damit ihr euch das Ganze copy and pasten könnt. Und dafür, wie immer, ganz viel Liebe geht raus. Jetzt habe ich hier wunderbare Hähnchenflügel oder auch Chicken Wings genannt. Und da teile ich quasi den Vorderflügel vom Hinterflügel ab. Ich habe keine Ahnung, wie diese beiden Teilstücke heißen. Wisst ihr das? Wenn ja, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Aber nicht irgendwo ergoogeln, sondern nur, wenn ihr es wirklich wisst, ne? Weil ergoogeln kann ich mir ja selber. So, jetzt haben wir die alle zerteilt. Jetzt putzen wir nochmal das Brett ab. Auch das Messer wird sauber gemacht. Und dann geht es weiter mit unserer Marinade. Zu den Granatapfelkernen kommt jetzt noch ein bisschen Zitronensaft. Ich mag ja Zitronensaft ganz gerne, eigentlich in allem, weil es gibt allem irgendwie eine schöne Frische. Und natürlich zu sauer gesellt sich auch immer sehr, sehr gerne süß. Dann habe ich hier ein bisschen Olivenöl. Könnt aber auch gerne ein neutrales Öl nehmen, wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, das geht auch. Und dann kommt ein bisschen Kirschpfeffer hinein. Wenn ihr Kirschpfeffer nicht habt, dann könnt ihr auch ganz normalen Pfeffer nehmen. Wo ihr Kirschpfeffer herbekommt, steht unten in der Infobox. Genauso wie das Drachenpulver, das ich gerade hineingebe. Und noch ein klein wenig Salz gebe ich auch hinzu. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen Bindung bekommt, kommt ein klein wenig Stärke hinein. Ich mache das tatsächlich bei Marinaden sehr, sehr gerne, dass ich immer ein bisschen Stärke dazu gebe. So, und dann wird das Ganze jetzt erste Mal püriert. Und weil das eben so laut war, habe ich mir gedacht, ich halte jetzt einfach mal die Gosch. Weil da muss ich ja nichts zu labern, wenn es so laut ist. Putze ich nochmal kurz das Brett ab und ziehe mir die allzeit gehassten schwarzen Handschuhe an. Ja, die sind, das ist so quasi so ein Hassobjekt von manchen Leuten, die kriegen da einmal Plack. Ja, aber manchmal braucht man die halt. Jetzt gebe ich die Marinade über die Chicken Wings und schaut euch diese hervorragende Farbe an. Es sieht richtig, richtig toll aus. Jetzt massiere ich mit sehr viel Liebe die Marinade in die Chicken Wings ein. Und ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber da sind noch diese kleinen weißen Kerne von den Kernen. Das heißt, die Granatapfelkerne besitzen auch Kerne. Die könnt ihr ruhig drin lassen, passiert nichts, kann man mitessen. Jetzt habe ich die Chicken Wings ungefähr für 3 Stunden im Kühlschrank gelassen. Und jetzt kommen sie auf den Grill. Und zwar
indirekt. Den Grill habe ich vorgeheizt auf ungefähr so 180 Grad. Der Brenner links und der Brenner ganz rechts außen, die sind an. In der Mitte, die Brenner sind aus. Damit habe ich quasi eine indirekte Zone geschaffen. Bei einem Kohlegrill ist es genau das Gleiche. Da schafft er eine Seite mit Kohlen, eine Seite ohne Kohlen oder zwei Seiten mit Kohlen, in der Mitte ohne Kohlen. Das könnt ihr selber entscheiden. Ja, und jetzt wird das Ganze indirekt gegrillt. Dauert ungefähr, ja, kommt immer auf die Wetterlage drauf an, kommt auf den Grill drauf an. Das ist immer so eine Sache. Bei mir hat es jetzt ungefähr so eine halbe Stunde gedauert. Und schaut sie euch mal an. Die sehen schon richtig gut aus. Also, ich möchte mich nicht in den Himmel loben, aber die sehen schon richtig, richtig gut aus. Oder was sagt ihr? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Jetzt hole ich die vom Grill. Ach, ich freue mich gleich, das Ganze zu probieren. Weil ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Chicken Wings Fan. Ich liebe Chicken Wings. Am liebsten esse ich aber die, die ich selber gemacht habe oder die ein anderer Griller für mich gemacht hat. Draußen in Restaurants schmecken mir Chicken Wings meistens nicht. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ist halt so. Liebe Leute, das sind meine Granatapfel-Chicken Wings. Und ich bin mir sicher, ihr möchtet die gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Chicken Wings, einen Granatapfel, Zitronensaft, Odenwälder Drachenpulver, etwas Öl, Stärke, Ahornsirup oder Honig, Salz und Pfeffer. Und was soll ich sagen? Nix, denn jetzt wird probiert. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Granatapfel, habe ihn nur schon seit einigen Jahren nicht gegessen, weil ich hasse es einfach, diese Kerne da rauszupullen. Das ist so furchtbar. Aber heute habe ich ein Experiment gewagt und habe mir diese Chicken Wings gemacht. Und wie immer versuche ich nicht so viel zu babbeln, deswegen probiere ich auch gleich schon mal. Ich muss ja sagen, ich liebe Chicken Wings. Und ich müsste sie schon richtig versauen, damit sie nicht schmecken. Heute habe ich sie nicht versaut. Nein, sie sind richtig, richtig lecker. Es sind nicht die besten Chicken Wings, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es sind sehr gute Chicken Wings. Sie sind süßlich, sie sind sehr fruchtig. Und könnten vielleicht meines Erachtens ein bisschen mehr Würze vertragen. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr Salz reinmachen müssen. Aber ansonsten, solide Nummer. Liebe Leid. Ich finde sie sehr lecker. Wie gesagt, nicht die überragendsten, die ich je gemacht habe. Aber auf gar keinen Fall die schlechtesten. Also die sind auch nicht in den hintersten Kategorien. Nein, nein, die sind schon weit vorne. Ja, und ich bin mir sicher, ihr möchtet die gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, ihr wisst Bescheid, ihr müsst abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running.